Ja, servus liebe Betze-Fans, herzlich willkommen zum zweiten Doppelpass direkt aus dem Himmerhof vom Altstadtfest. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Stefan Kunz. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr. Ist natürlich nicht selbstverständlich, deswegen nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Mit in der Runde heute Philipp. Hi. Stefan. Servus. Und meine Wenigkeit mit dazu. Und ja, so als Einstiegsfrage, Altstadtfest, ist das auch so ein Pflichtbesuch als FCK-Chef? Gut, wir haben ja unseren eigenen Hof, wo wir jetzt schon seit mehreren Jahren da sind. Also ich denke, dass der FCK sich auf dem Altstadtfest präsentieren sollte. Zusammen mit Autogrammstunden und dem Fassbieranstich ist es auch eine gute Möglichkeit, vielleicht auch mal mit Kollegen oder mit den Mitarbeitern ein bisschen zu erzählen. Und dadurch, dass meine Jugend ja zum großen Teil hier in Lautern war, ist sowohl Himmerhof, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, durch die Tante und meine Eltern bekannt, als auch dann logischerweise so Altstadtfest immer mal ein Anlaufpunkt und von daher gesehen gerne. Stefan wollte, glaube ich, noch eine Anekdote von Andi Brehme erzählen. Ja, nicht übrigens von Andi Brehme, aber ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also früher kamen auch manchmal irgendwelche Betze-Spieler in die Weinstube. Und klar, dass die jetzt nicht mehr kommen, liegt vielleicht auch daran, dass es die Weinstube nicht mehr gibt, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich die Generation ein bisschen verändert hat, dass die Spieler nicht mehr so präsent sind. Oder liegt es an den Spielen selbst oder sind die einfach zu viel unterwegs? Oder ich glaube, im Gegensatz zu unserer Zeit, wenn man hier in die Weinstube gekommen ist, dann haben maximal die 10, 20, 30 Leute, die auch in der Weinstube waren, etwas darüber erzählt. Und heute werden Bilder gemacht, ja. Die werden ins Internet gestellt. Es werden dann, je nachdem, wie man diesen Besuch gesehen hat, Geschichten in die Welt gesetzt. Und da war man früher, so zu meiner Zeit, ja auch noch relativ davon gefeit. Ja. Wir waren auch schon an Fasching im Hanfass und mussten aufgrund eines Fehlverhaltens oder eines sich andeutenden Fehlverhaltens eines Mitspielers, haben wir dann damals praktisch eine Mauer vorne dran gemacht, wie beim Freistoß. Und als sich das Fehlverhalten immer weiter angedeutet hat, sind wir auch locker hochgesprungen und leicht gehüpft. Es wurde dann durch die Mauer verdeckt, aber im Zeitalter der Handys und der Blogs und des ganzen Networkings wäre das hier interessante Bilder geworden. Also ich glaube, es liegt daran an der einen Seite. Und ich glaube, weil du es auch richtig gesagt hast, es gibt die Weinstube nicht mehr. Ich glaube auch diese Tradition der alteingesessenen Lokale, die geht auch ein bisschen verloren. Und somit auch so ein bisschen der Stammtisch, dieses hier Treffen mittwochs, freitags mit ein paar Leuten, Karten spielen und so weiter, wird alles ein bisschen weniger. Schade, ja. Stimmt. Ja, so viel zu den Spielern und ihren Ausflügen aufs Altstadtfest oder auch nicht. Kommen wir doch mal zu dem, worüber wir eigentlich reden wollen, zur Mannschaft, zum FCK. Es hat sich ja wieder einiges verändert, einige sind gegangen, viele neue sind gekommen. Wie ist so der Eindruck von der Mannschaft zurzeit? Also das, was wir jetzt im Moment haben, muss ich sagen, ist der Eindruck gut. Sind ja so kleine Internas, woran man das so ein bisschen festmacht. Die Trainingsbelastung ist höher als im letzten Jahr. Da gibt es ja auch logischerweise statistische Parameter, wo man auch sehen kann, dass man merkt, dass diese Mannschaft oder viele Spieler ein ganzes Jahr jetzt hinter sich haben und dann jetzt nicht mehr weiter unten anfangen, sondern ein Level höher in der Belastbarkeit. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite wissen wir schon, dass wir vor allem für die Offensive noch zwei, drei Spieler suchen. Und das ist eigentlich jetzt so das Hauptaugenmerk, dass wir da den Markt so sondieren, um zu schauen, wer passt zu uns. Jetzt ist ja gerade gestern noch jemand verpflichtet worden. Ich wäre sehr verbunden, wenn du sein Spitzname sagst. Ist Britsche und wir sollten uns daran halten. Ja. Vorname mit Kaspar geht, glaube ich, auch noch. Alles andere wird ein Ausflug ins Alphabet. Also Britsche. Ja. Ist, glaube ich, auch relativ flexibel einsetzbar, nicht nur als Stürmer, glaube ich, oder? Ja, genau. Er hat so mehrere Positionen gespielt. Am wohlsten fühlt er sich schon auch vorne. Hat aber dann auch schon über die rechte Seite gespielt, um dann als Stoßstürmer mit nach vorne zu kommen. Ja, aber wir haben ihn schon zum Knipsen geholt. Jetzt, Knipsen ist das Stichwort. Weißt du, wie es ist? Die Fans gucken dann gerne auch mal auf die Statistiken. Jetzt hat er letztes Jahr, ich glaube, 5 Buden und 4 Vorlagen gemacht. Gut, wobei natürlich muss man sagen, Fürth hat jetzt auch nicht gerade die stärkste Saison in der Vereinsgeschichte gespielt. Genau. Aber ihr traut dem Jungen auf jeden Fall zu, auch beim FCK ordentlich zu knipsen. Ja, ich hätte jetzt fast eigensarkastisch gesagt, wäre dann bei uns hier sogar Top-Torschütze gewesen. Also Greuther Fürth hat, glaube ich, die zweitwenigsten Tore gemacht. Das stimmt auch noch. Natürlich trauen wir ihm das zu, weil wir wissen ja, wir blitzen schon ab, wenn wir an Messi oder
an alle anderen rangehen. Wieso? Weil die wissen gar nicht, wo Lautern liegt. Die kennen auch mich nicht. Nee, es ist schon schwer, gerade im Offensivbereich mit unserem Etat auch, jemanden zu begeistern, vor allem für die zweite Liga, der dann auch noch in einem Club sich weiterentwickeln will, der sicherlich auch eine gewisse Erwartungshaltung hat, einen gewissen Druck hat. Wir kommen eher von der anderen Seite, dass wir sagen, dass speziell Kaiserslautern irgendwie ein tolles Pflaster für Stürmer ist, war, sein kann. Das sieht man ja in der Vergangenheit, egal ob es Olaf Marschall war oder Bruno Labbadia, Paradebeispiel natürlich Miro Klose, aber selbst Altintop oder Sanogo, die haben ja alle hier in Lautern getroffen. Und das ist eigentlich so der Grund, wie wir so den ein oder anderen Stürmer gerne zu uns locken. Und wir sind darauf angewiesen, ähnlich wie die meisten Spieler bei uns, dass sie bei uns einfach ihren nächsten Entwicklungsschritt machen. Und das hoffen wir natürlich auch bei Britsche. Wobei ich auch glaube, dass die Barcelona-Spieler den FCK durchaus kennen. Da war ja, glaube ich, mal was. Definitiv. Auch Ex-Trainer Guardiola hat, glaube ich, ganz gute Erinnerungen. Wollte ich gerade sagen, das war sehr freundlich, als wir im Halbfinale in Bayern gespielt haben. Er hat sich wirklich an viele Sachen erinnern können. Aber es sollen definitiv noch ein bis zwei Stürmer kommen, habe ich das richtig verstanden? Offensivspieler. Ja. Also auch ein bisschen variabel einsetzbar, mehr über die Flügel kommen, also nicht unbedingt Mittelstürmer. Genau, also es gibt ja leider auch den abwandernden Transfermarkt. Auch da müssen wir wachsam sein, was noch passiert. Wir möchten niemanden verkaufen, aber das eine oder andere hat man schon gehört. Und da wollen wir natürlich vorbereitet sein, falls da noch was käme. Wie realistisch oder wahrscheinlich ist es, dass noch was kommt, dass noch jemand geht? Also wenn du jetzt diese Kombinationssache fragst, also ob noch jemand kommt oder jemand geht, würde ich sagen 100%. Nein, ob noch jemand geht vor allem. Ob noch jemand geht vor allem. Das ist ja, halt ich auch noch. Wird ja auch öfter mal korportiert, dass der vielleicht noch gehen könnte. Ja, ja. Also das würde ich jetzt mal nicht ausschließen. Allerdings Sean Zimmer eher nicht. Der möchte schon ganz gerne auch bleiben. Genau. Okay. Es ist ja auch zum Beispiel ein alter Bekannter wieder zurückgekommen, Daniel Halffa. Stefan, du verfolgst ja auch den FCK schon länger. Ist das auch für so ein Mannschaftsgefüge vielleicht ganz gut, wenn da jemand zwar neu kommt, aber den FCK, den Verein eigentlich schon total gut kennt, weil er ja schon lange bei uns gespielt hat? Ja, ich denke schon, weil gerade Daniel Halffa, der ist jetzt in den Jahren, in denen er die Vereine durchgetingelt hat, ist er schon gereift und mittlerweile auch einfach ein gestandener Bundesligaspieler. Er kennt die Region sowieso, hat es ja selbst gesagt, er war nie so richtig weg. Er kann die Sprache, den Dialekt, das ist auch nicht zu unterschätzen. Er versteht uns. Genau. Ja, fußballerisch, da kommt sowieso einiges zu. Ja, also ich denke, es ist ein guter Spieler für uns. War das auch eine der Überlegungen, die dafür gesprochen haben, neben den sportlichen Qualitäten für Daniel Halffa, dass man eben sagt, okay, der Junge, der war schon mal bei uns und da wird wahrscheinlich keine Schwierigkeiten haben, sich wieder zu integrieren. Ja, wir haben ja ein, zwei, drei Spieler verloren, die eine sehr lange Vergangenheit beim FCK haben. Deswegen haben wir natürlich auch geschaut, Mocky ist sicherlich nicht in der Ausprägung auch jemand, der wieder zurückkommt. Daniel war sicherlich der Transfer, den wir unbedingt genau in diese Richtung machen wollten. Jemand, der den Verein kennt, der auch ein Alter hat, ähnlich wie Tobias, der weggegangen ist und der auch dann Führungsqualitäten hat. Und ich denke, auch wenn er letztes Jahr in der Bundesliga vielleicht nicht immer Stamm gespielt hat in Köln, aber zumindest bei der Aufstiegssaison auch, der Kölner war ja überragend. Ja, es ist sicherlich das, wo wir auch ein bisschen drauf gucken, wenn jemand weiß, wie Aufstieg geht, das ist sicherlich nicht hinderlich bei uns. Da reden wir dann nachher nochmal drüber, über dieses Wort Aufstieg. Vielleicht noch ganz kurz zu den anderen Neuzugängen. Patrick Ziegler, vielleicht Philipp, wie ist dein Eindruck? oder wer von den Neuzugängen sticht denn für dich noch besonders heraus? Klar, Halffa wurde schon angesprochen. Teilweise kannte ich sie nicht unbedingt, aber ich sag auch, also so was ich jetzt mitbekomme in der Presse oder auch, finde ich schon, dass es so eine Mannschaftsküche ist. Also es sind, finde ich schon, so Spieler, die zusammenpassen können. Was jetzt im Endeffekt mal rauskommt, kann man mal abwarten. Aber ich bin relativ zuversichtlich, was gekauft wurde bisher. Ein Patrick Ziegler hat immerhin, auch wenn ihn viele vielleicht nicht auf dem Zettel hatten, letztes Jahr Bundesliga gespielt in Paderborn und auch viele Spiele über 90 Minuten gemacht. Ich finde es auch gut, dass dann auch mal längere Verträge jetzt sind, mit 4 Jahren bei Patrick Ziegler. Das finde ich schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass man dann auch für die Zukunft noch plant und jetzt weniger die ausgeliehenen Spieler hat. Klar, Tommy ist jetzt, glaube ich, der Einzige noch, der ausgeliehen ist. Aber sonst, ja. Also da kann die Identifikation in den 4 Jahren auf jeden Fall stattfinden. Mhm. Wobei ich, nicht weil ich diese Rolle als Spaßverderber liebe, aber es ist ja so, fangen wir mal bei den Leihspielern an. Wenn wir uns jetzt zum Schluss gefragt hätten, wen von den Spielern hätten wir gerne weiter verpflichtet, ist natürlich beim Leihspieler auch die Möglichkeit, dass du dich von einem Spieler verabschieden kannst
ohne dass der dann sagt, ja, ich habe doch noch 2 Jahre Vertrag und wenn, dann müsst ihr eine Abfindung zahlen. Also das hat Vor- und Nachteile aus meiner Sicht. Und ich glaube auch, dass die Vertragslaufzeit, dass das halt heute nicht mehr so ist wie vielleicht noch vor 15 Jahren. Es ist eigentlich eine Möglichkeit, dass der besitzende Verein möglichst gute Position hat bei Transferverhandlungen, weil wir haben null Chance, das haben wir jetzt auch nochmal gesehen bei Dominik und bei Willi, diese Gehaltsunterschiede, ich meine, die habe ich immer schon mal so auf der Jahreshauptversammlung mal so ins Spiel gebracht, aber die sind jetzt noch größer geworden und dann sitzt du irgendwann da, wenn jetzt zum Beispiel Dominik sagt, Mensch Stefan, ich kann Bundesliga spielen, ich verdiene dann letzten Endes vielleicht das 6- oder 7-fache, da kann sich auch jeder selber mal in die Lage hineinversetzen und dann hängt, weiß ich, dass der mit dem Herz noch am FCK hängt, aber er denkt natürlich auch an diese 10 Jahre, die er hat, um Geld zu verdienen und deswegen werden die wechseln. Deswegen, ich verstehe das, wir suchen in Kaiserslautern schon auch als Fan immer nach einer Identifikationsfigur, weil uns das schon seit Jahren immer gut getan hat, aber generell ist dieser Identifikationsspieler halt in ganz, ganz wenigen Vereinen, weil halt diese Wechselei, das ist das, woran Berater und Spieler auch nochmal Geld verdienen und das wird natürlich dadurch auch forciert. Dominik Heinz wurde gerade angesprochen, da will ich gerade mal ansetzen. Als ich es gelesen habe, Dominik Heinz geht zu Köln und dafür kommt auch Daniel Halver wieder zurück, fand ich im ersten Moment direkt Bombengeschäft. Das war mein Eindruck. Also Dominik Heinz, klar, super Identifikationsfigur, junger Spieler, sehr beliebt bei den Fans. Aber auch ein Daniel Halver hat seine Qualitäten und also ich habe mir direkt gedacht, Bombentransfer aus Sicht des Vereins. Dieses Wechselspiel auch. Ja klar, nochmal, wir haben mit Daniel jemanden zurückgeholt, der eben, wenn man dann auch bei den Weggängen Tobi vom Alter her mit reinbringt, der das gleiche Alter hat und diese FCK-Vergangenheit. Wenn man jetzt noch dann sieht, dass dann mehr als 7-stelliges Plus dann bei diesem Wechsel durchgezogen wurde, war es für den FCK, für den Verein wirklich gut, ja. Es ist schon auch wichtig für den Verein, Spieler mit Gewinn zu verkaufen. Gut, wir haben ja die ganze Zeit gesagt, auch schon bei der Betze-Anleihe, wenn es dann irgendwann ans Zurückzahlen geht, ist ja logisch, dass die Leute fragen, wie willst du das machen? Die Zinsen können wir halt durch diese Zertifizierung auf 3 Sterne haben, kriegen wir einigermaßen hin, aber trotzdem müssen wir ja dann irgendwann das Geld wieder zurückzahlen und da haben wir auch gesagt, wir werden immer darauf angewiesen sein, dass wir den einen oder anderen Spieler verkaufen. Das war jetzt ein bisschen kleineren, sicherlich auch mit Zug und Berstorf der Fall. Jetzt mit Willi und mit Dominik in etwas größeren Stil. Und daraus werden wir natürlich dann hinterher auch das Geld nehmen, um diese Betze-Anleihe zurückzuzahlen, beziehungsweise um vielleicht die verschiedenen Ausbaustufen im Nachwuchsleistungszentrum etwas schneller durchzuziehen. Aber definitiv, man muss auch sagen, wie das jetzt in den letzten Jahren gelaufen ist, mit einem Trainer, der die Spieler sehr gut entwickelt, dass sie überhaupt einen Markt bekommen. Ein Paradebeispiel ist eigentlich dann Zoller. Der ist ja jetzt eigentlich im Sinne vom FCK-Spieler optimal. Der ist gekommen, keiner hat ihn gekannt, der hat super Leistung gebracht, ist aber hat keine FCK-Vergangenheit und ist dann für vieles Geld verkauft worden. Das wäre natürlich der Idealfall, wenn das immer gelingen würde. Aber das ist in den letzten Jahren jetzt, wie gesagt, eher sehr gut gelaufen und wir versuchen das natürlich auch weiter fortzuführen, damit der Verein halt wirtschaftlich gut dasteht. Jetzt wurde gerade auch nochmal der Name Willi genannt. Ich muss natürlich trotzdem nochmal nachfragen. Ich will ja auch niemanden irgendwie zum Nachtreten oder Nachkarten animieren, aber ist da noch eine Enttäuschung da oder hat man da einen Haken dran gesetzt jetzt mittlerweile? Es ist manchmal schwer. Also ich glaube, dass auch viele Leute manchmal vergessen, dass, also speziell als ich, nehme ich jetzt mal nur mich raus, aber Stefan Roskopf oder viele unserer Mitarbeiter, wir sind ja im Grunde genommen sind wir ja eigentlich Fans des Vereins. Und das tut uns ja alles genauso weh wie jedem einzelnen Fan auch. Nur musst du halt relativ schnell in eine emotionslose Professionalität über, um dann nachher zu sehen, was passiert. Die erste, ich nenne es mal Überraschung, will es gar nicht Enttäuschung nennen, ist natürlich, wenn dann unser Trainer von Horst Rubisch angerufen wird und gesagt bekommt, ach, schade mir Willi, der macht die EM gar nicht mit. Ne? Und wir, speziell auch unser Chefcoach, nichts davon wusste. Da musste ich schon mal ein bisschen durchatmen, weil das spricht man normalerweise mit seinem Trainer ab. Dafür hat sich der Willi aber auch entschuldigt und ein Gespräch gesucht. Und dann bin ich morgens angerufen worden von Leipzig, die dann gesagt haben, ja, in einer halben Stunde haben wir Pressekonferenz und wir geben den Wechsel bekannt. Hätte ich mir auch gewünscht, dass Willi angerufen hätte. Ne? Dann bleibt man erstmal in diesem Verhandlungsmodus, bis das alles durch ist. Und dann gab es nochmal ein Gespräch mit Willi, der dann sehr empfänglich war für die Sichtweise von uns. Ich glaube auch, dass er anhand der Reaktionen vieler Fans gemerkt hat,
dass da, sagen wir mal, auch nicht so viel Verständnis für den Wechsel, zumindest mal zu dem Verein in der Liga war. Und ich glaube, dass das sicherlich, wenn das richtig anpackt, für die Persönlichkeitsentwicklung von Willi schon hilft. Ich will auf dem Thema jetzt gar nicht so lange rumreiten, da wird schon viel drüber gesprochen, aber Stefan, aus Fansicht, der Stachel, der sitzt schon noch tief. Und ich glaube, das wird für Willi Orban, wenn er denn spielen wird beim Spiel von RB Leipzig auf dem Betze, zumindest kein angenehmer Tag. Gestern wurde ja schon gemunkelt, dass er so einen Tag vom Spiel eine taktische Zerrung haben wird. Man weiß es nicht. Ja, das stimmt schon. Die Enttäuschung ist groß. Und aber wie es Stefan eben schon gesagt hat, das ist jetzt ein bisschen sacken gelassen. Es ist ja jetzt passiert. Es ist ja dort und soll er dort seinen Weg gehen. Aber die Enttäuschung ist schon noch da. Philipp, bei dir? Ehrlich genauso, ich habe mich beim letzten Podcast auch ein bisschen ausgekotzt darüber. Ja, ich will auch nicht in seine Haut stecken, wenn er hier aufläuft. Also das, ja, dieser Wechsel, ich verstehe nicht ganz. Klar, ich kann es auch verstehen, wenn er ein bisschen mehr Geld verdienen will. Ich sehe allerdings die Perspektive nicht so unbedingt bei Leipzig. Das ist so, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, für mich ist Leipzig so ein bisschen Must-Tun. Es wird alles reingebuttert und am Ende kommt dann neuer. Quasi, wenn der ausgedient hat. Und ich weiß halt nicht, wenn sie aufsteigen sollten, was da irgendwann der wahrscheinlich passieren wird. Dann kommt auf einmal noch jemand und noch jemand für mehr Geld. Und ich sehe das eher ganz kritisch. Also jetzt den Wechsel auch und halt auch dieses Konstrukt. Okay. Aber wenn man es jetzt mal rein finanziell betrachtet, war es doch trotzdem für den Verein. Klar, aber du hast ja auch eine, ich nenne es immer so eine gewisse Form von Fußballromantik, auch selber das in dir drin. Und dann sage ich jetzt mal, wäre ein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach wäre für mich nachvollziehbarer gewesen. Das wäre auch Bundesliga gewesen. Genau. Hat jeder verstanden. Hat jeder verstanden. So wie bei Dominik Heinz. Da hat, glaube ich, kein einziger Fan gesagt, Mensch, ist aber jetzt scheiße, dass er nach Köln geht. Genau. Ja, bleiben wir doch noch so ein kleines bisschen bei unangenehmen Dingen, die mit Spielern zu tun haben. Es Deswegen bin ich ja hier. Und zwar hat sich ja Tobi Sippel gerade nochmal in der Sportbild relativ ausführlich über seine Zeit bzw. seinen Abgang beim FCK geäußert und gesagt, dass er da sehr enttäuscht ist. Wie habt ihr das aufgenommen, dieses Interview? Wie reagiert ihr darauf? Also ich versuche mich an Fakten zu orientieren. Ja? Interessant ist, das Interview ist rausgekommen, einen Tag nachdem sein Vertrag bei Lautern ausgelaufen ist. Es ist rausgekommen, als Tobi nicht mehr mit den kritisierten Personen Auge in Auge zu tun hat, weil ich hatte bestimmt 5-6 Gespräche in den letzten Monaten mit Tobi. Ich hatte auch das Gefühl, dass das alles auf einem perfekten Level war. Ich glaube, wenn man die Flutlicht-Sendung sich anschaut, wo er zum Schluss drin war, war alles voll des Lobes. Auch vielleicht natürlich der Enttäuschung, dass er keinen Vertrag mehr bekommt. Aber das sind schon mal zwei Sachen, die für sich sprechen. Wenn man das Umfeld kennt, weiß man genau, wer ihn auch da steuert. Deswegen ist es keine ganz große Überraschung gewesen. Aber dann kommt man zum Sportlichen, weil das fehlt mir da drin. Er spricht darüber, dass man auf Dauer die zweite Liga den Fans nicht verkaufen kann. Möchte ich aber mal festhalten, mit ihm sind wir abgestiegen und mit ihm sind wir Dritter, Vierter und Vierter geworden. Also ist ja nicht so, wie wenn Tobi Sippel der Garant für den Aufstieg gewesen wäre oder den Erhalt in der Bundesliga. Unser Torwarttrainer Gary Ehrmann an der Spitze, zusammen mit dem Cheftrainer, zusammen mit dem Sportdirektor, zusammen mit dem Verein, waren komplett der Meinung, dass sportlich kaum mehr ein Unterschied besteht zwischen Marius Müller und Tobi Sippel und Tobi in der Persönlichkeitsentwicklung einfach nicht in unseren Augen diese Schritte geht, die wir uns dann sukzessive von einem Mit-20er erwartet haben. Das Interview ist eigentlich dann wieder das beste Beispiel dafür. Da fehlen mir also so ein paar Aspekte und wie gesagt, wenn man weiß, wer in seinem Umfeld da die Triebfeder ist, dann nehmen wir das hin. Muss man auch einstecken als Verein bzw. als die betroffenen Personen. Ich denke, wir haben ihm einen sehr guten Abschied ermöglicht. Also erstmal wir vom Verein, was den Rahmen anbelangt und was die Fans dann gemacht haben. Das war eigentlich, ich war ja selber mal in dieser Abschiedssituation, das war das Schönste, was du eigentlich als Spieler erreichen kannst. Und deswegen, wenn dann jemand in Zukunft immer so von seinem FCK redet und dann so Interviews gibt, da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Tragen die FCK ja alle im Herzen. Ja, genau. Bis zu dem Tag, wo es dann für die anderen. Und ich muss auch sagen, weiß auch nicht, was Max Eberl jetzt so denkt. Ist das sein Spieler jetzt mittlerweile? Ich lese da jetzt auch so ein bisschen raus, dass ihr der Meinung seid, er ist auch durchaus schlecht beraten zurzeit. Jetzt nicht von Vereinsseite, sondern vielleicht
vom anderweitigen Umfeld, wie auch immer, aber das kann ja jeder jetzt so sehen, wie er möchte. Vielleicht ein, zwei konkrete Dinge, die auch in dem Interview waren. Ja. Gerade eben wurde der Abschied auch angesprochen, da ist so eine Passage drin von wegen, beim Abschied hast du den Arm um Probi gelegt und er sagt dann ja, hätte er es nicht unbedingt gebraucht. Hätte er doch drum rumgehen können. Wenn es so schlimm, also wenn ich jemand nicht mag, der kommt auf mich zu und will mich umarmen, dann sage ich, lass stecken und geh drumherum. Das kann ja jeder Fan, gibt ja wahrscheinlich den einen oder anderen, der mich nicht so gut findet, wenn ich den jetzt auf dem Altstadtfest finde und sage, komm her in meine Arme, dann sagt er, nee, lass mal. Das ist ja trotzdem auch noch respektvoll. Ich habe die Szene nicht gesehen, aber ich glaube auch, dass Tobi mich umarmt. Und so waren auch alle Gespräche vorne dran. Ja, aber nochmal, mich persönlich trifft es nicht, weil ich dann jetzt mit der Zeit schon relativ viel erlebt habe. Und er hat ja gesagt, einen Tag bevor er von Markus Schupp mitgeteilt bekommen hat, dass der FCK wohl ohne ihn plant, hättet ihr eine Runde Golf gespielt und hättet über einen neuen Vertrag gesprochen. Genau, also es stimmt, wir haben zusammen Golf gespielt und wir haben über eine Zukunft geredet. Da habe ich aber weder gesagt, du kriegst hier einen Dreijahresvertrag noch sonst etwas. Und wir haben uns dann abends besprochen, wenn diese Entscheidung auch zum Beispiel, das wird immer so ein bisschen vergessen, auch dass Gary eben diese Entwicklung bei Tobi nicht gesehen hat. Und dann habe ich nur gesagt, dass wir dann hingehen sollten und sollten relativ früh Bescheid geben, dass ein Spieler dann weiß, ich habe ein halbes Jahr Zeit, der Verein spielt eigentlich mit offenen Karten und sagt, du pass auf, wenn wir in der zweiten Liga bleiben sollten, möchten wir gerne mal was anderes machen. Und ich finde, das war offen und ehrlich. Ob man dann das kritisiert, dass man zwischen zwei Trainingseinheiten, ob man dann mal in Ruhe hätte abends sich eine Stunde nehmen sollen und besser erklären, das lasse ich alles gelten, das wäre etwas, wo man sagt, ja, das war jetzt nicht so gut, aber generell ein halbes Jahr vorher Bescheid zu sagen, aufgrund von sportlichen Gründen, finde ich, kann sich ein Verein nicht anders verhalten. Stefan, wie war dein Eindruck von Tobi Sippels Interview? Ja, sowas überrascht immer. Ich meine, wieso macht man das? Ich verstehe es nicht ganz. Also klar, willst du vielleicht nochmal was von der Seele reden, aber die Öffentlichkeit in der Sportbild, Kicker wäre ja noch okay gewesen. Ja, ich find's immer. Oder im FCK-Blog. Zum Beispiel, ja. Es ist irgendwie schon ein schlechter Stil. Ja. Nicht nachvollziehbar eigentlich. Philipp, ja, ich sehe es genauso. Also ich finde es auch nicht gut, dann am Schluss nachzutreten. Also ich bin selber nicht so und ich verlange es auch von anderen Leuten. Die Sportbild freut sich natürlich. Klar. Ja klar, das ist gefundenes Fressen. Klar. Aber ja, ist schon ein bisschen auch enttäuschend. Also weil ich ihn anders ein bisschen eingeschätzt hatte, dass das jetzt so kommt. Gut, man darf auch eins nicht vergessen. Wir haben ja auch in einer Phase zu Tobi gehalten, wo, sagen wir mal, in seinem außerfußballerischen Leben einiges schief lief, wo schon alle gefordert haben, dass er eigentlich seine Zeit beim FCK beenden soll. Uns dafür auch greifbare Gründe gegeben hat. Und wir haben ihm komplett die Stange gehalten, haben ihn komplett geschützt, haben ihm gesagt, nichts, das stehen wir zusammen durch. Und das, da ist die Erinnerung ist dann immer eigentlich relativ sehr kurzlebig. Aber ist so, man muss auf faire Weise sagen, das sind schon alle egoistische Ich-AGs, ja, die Spieler. Ist auch gut so, nur es muss der richtige Egoismus sein. Und der richtige Egoismus, den ich darunter verstehe, ist, ich will in der ersten Liga spielen, weil da verdiene ich mehr Geld, ich habe mehr Ansehen und kann mich nochmal weiterentwickeln. Wenn das oben drüber steht, dann ist das die perfekte Form von einer Ich-AG und einem Ich-Egoismus. Es ist ja so, gerade hast du schon gesagt, Marius Müller schon sehr nah dran oder zumindest gleiches Niveau, aber es ist ja nicht nur Marius Müller da, es ist auch ein Julian Pollersbeck da, der wahrscheinlich perspektivisch irgendwann die Chance mal bekommen könnte, würde. Und es ist noch ein Zlatan Alomerovic gekommen von BVB 2, der sich ja auch kein schlechter ist. Das wird durchaus ein interessanter Kampf um den Platz 1. Oder hat Marius Müller seinen Platz zwischen den Pfosten schon sicher? Nee, es ist ja, wenn man, ich meine, ihr seid ja aufmerksame Beobachter, wenn man sieht, dass von den Rückennummern her ist ja noch eine Nummer offen, die zumindest mal, ich glaube, 14 Tage vor dem ersten Spiel des Meldeschluss, die ja noch vergeben werden muss. Und wenn ich jetzt im Moment mir den Gary anschaue, er blüht noch mehr auf als sonst, hat sehr viel Spaß. Also ich gehe mal davon aus, dass er mit den drei Jungs im Moment relativ viel anstellt. Sich natürlich dann, genau, sich freut, wenn die dann abends bei den Physios liegen und über Muskelkater und sonstige Schmerzen berichten. Und ja, das wird sicherlich eine von den interessanten Entscheidungen, wer dann als die Nummer 1 in die Saison reinstartet. Es
Zlatan soll, habe ich von einigen BVB-Fans auch gelesen, auch charakterlich sehr auf dem Boden sein, sehr nett auch sein zu den Fans und so weiter. Ist das auch dein Eindruck? Ja, das ist ja das, was dann eigentlich ganz gut ist. Markus Schupp hat eine andere Form von Netzwerk, Kostas Runjanič hat eine andere Form von Netzwerk, ich habe ein anderes Netzwerk. Und so versuchen wir natürlich über jeden Spieler so viel wie möglich rauszubekommen. Jetzt bleiben wir beim Dortmunder Beispiel, dann rede ich mit Herrn Watzke und mit Michael Zorc. Der Trainer ist dann auf der Trainerebene. Markus hat gute Kontakte zu Jürgen Klopp. Und dann kommt auf einmal unser Fitnesstrainer, der wieder mit dem Fitnesstrainer von Dortmund zu tun hat. Und so bekommst du ein Bild. Manchmal ist sogar der Wolle dabei, unser Zeugwart, wenn es auf der anderen Seite auch kann. Ja, manchmal erkennst du den Charakter ja eher an einem Spieler, wie er mit der Wäschefrau oder mit dem Zeugwart umgeht, als jetzt mit dem Cheftrainer. Ne? Und da hat man eben diese Informationen, wobei man muss sagen, dass das trifft auch bei den anderen zu, die wir bis jetzt geholt haben. Und das zeigt sich jetzt auch, dass da im Moment ist schon eine sehr hohe Homogenität da. Wen siehst du im Platz 1 im Tor? Dafür habe ich einen Zlatan zu wenig gesehen. Also ich kann da jetzt nicht so beurteilen, aber hat da Roman Weinfeld auch so ein bisschen eine Rolle gespielt oder ihn quasi empfohlen dann auch? Ja. Okay, ja. Also Roman muss auf jeden Fall gesagt haben, der passt zum Gary. Fliegt gerne. So ungefähr. Einmal hat er, glaube ich, auch was Schönes gepostet, ne? Wo er so irgendwo aus dem Winkel einen Ball rausholt und dann schreibt dann Flugschule. Gary Ehrmann. Ja. Und mit Gary haben wir ja auch den Vertrag verlängert, also von daher gesehen. Alles in dem Bereich immer im grünen Bereich. Das ist auch wirklich so ein Punkt, der den FCK auszeichnet. Ich glaube, da sind auch selbst einige Bundesligisten auch sehr neidisch um Gary Ehrmann. Ja, ich glaube, dass der eine oder andere Spieler da auch anders drüber denkt, weil Gary pflegt ja die deutliche Sprache. So in unserer Zeit, da kannst du natürlich auch dementsprechend was zurücksagen und das war in Ordnung. Heute sind die jungen Leute manchmal ein bisschen empfindlicher untereinander. Da braucht der eine oder andere ein bisschen Eingewöhnungszeit, bis er Gary genau verstanden hat. Aber letztendlich, egal ob als Aushängeschild, als Torwarttrainer, als FCK-Ikone, wir haben ihn nicht umsonst um 3 Jahre verlängert. Bleiben wir noch ganz kurz bei den Spielern, bevor wir einen kleinen Ausblick wagen auf die Saison. Ein Philipp Hofmann hat sich am Rande oder während der U21-Geschichte auch geäußert, dass er sich eher in der Bundesliga sieht. Ist das was, eine Aussage, die du unterschreiben würdest, dass Philipp Hofmann eher in die Bundesliga gehört? Oder wäre er vielleicht gut beraten, doch mal beim FCK zu zeigen, dass er auch ordentlich knipsen kann? Also wenn wir jetzt von Visionen sprechen, dann finde ich es gut, wenn ein Spieler diese Vision hat. Wenn wir von begründeten Visionen reden, bin ich ein bisschen bei dir, dass ich sagen würde, da wäre mal eine starke Saison beim FCK sicherlich eine gute Basis. Stefan? Ich sehe es ähnlich, weil ich mich schon wundere, bei der U21 habe ich, glaube ich, auch nicht so oft gespielt dann. Bei uns ist auch nichts verhext. Klar, also ich sehe mich als Fan auch in der ersten Liga, kann ich ja sagen. Aber ist auch immer die Frage, wo hat er das gesagt, wem hat er das gesagt, wo wird es dann veröffentlicht, in welchem Zusammenhang kam das Zitat raus, klar, aber das ist schon mutig von ihm. Ich meine, klar, dass er die Ambition hat, irgendwann mal Bundesliga zu spielen, aber logisch. Ich glaube, er sollte erstmal auf dem Beste zeigen, dass er mit seinen Toren den FCK in die Bundesliga schießen kann. Ja, das hat er meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig gemacht. Also er hat, glaube ich, eine ganz gute Quote in der 21, aber da kommt es ja auch nicht darauf an, gegen wen du spielst. Das schafft er halt dann. Und die sind alle halt jung. Ja. Und ich habe mich nur gestern halt gefragt, wie das für ihn ist, wenn er jetzt die U21 die ganze Zeit weg ist. Ich glaube, er ist noch im Urlaub. Wie das dann ist, eine neue Mannschaft quasi reinzukommen mit so vielen neuen Leuten, auch dann seine Kontrahenten dazu haben im Sturm. Wie geht er damit um? Also ich glaube, dass wir da im letzten Jahr nicht genug Konkurrenz hatten oder Alternativen. Okay, wenn du jetzt von hinten durchgehst, egal ob jetzt Schulle oder Sean Zimmer, Heubach, Löwe, Karl, Ring, Jensen, hast du ja schon ein Gerüst, wo er schon mitgespielt hat. Also das wird jetzt nicht total was ganz Neues. Tommy oder dann auch Sean über die rechte Seite. Das ist jetzt nicht so. Nur Konkurrenzdruck, denke ich generell, muss sein. Vor allem, wenn du jetzt dann halt in der letzten Saison nicht mit 15 Toren da erstmal geglänzt hast. Wenn wirklich noch ein, zwei Offensivkräfte kommen, wird es sicher nicht einfacher. Stefan Mogosch war auch wieder zurückgekommen, hat, denke ich, in Aue ordentliche Leistungen gezeigt.
Was versprecht ihr euch von dem Jungen? Da hat sich gezeigt, dass die Ausleihe sinnvoll ist, weil er hat dort halt einfach, glaube ich, 15 Spiele gemacht von den 17. Und du merkst jetzt genau den Unterschied. Das ist auch einer von den Spielern, wo ich eben gemeint habe, die laufen mehr, vertragen mehr, sind belastbarer und hat jetzt auch in den ersten Spielen dann auch dementsprechende Leistung gebracht. Ist auf jeden Fall jetzt wieder ein ernstzunehmender Konkurrent um die ersten Sturmplätze. Lukas Görtler? Ja, ist sicherlich aus der Connection von Markus Schupp zu den Bayern entstanden, so ein Mentalitätsspieler. Weil wir haben ja auch gesehen, wenn man jetzt dieses Wort unbedingt da belasten muss, haben wir ja, sagen wir mal, Shaw Zimmer ist natürlich der Vorzeigementalitätsspieler. Und ich denke, beim FCK vor allem, wir lachen ja immer so ein bisschen, sind ja doch recht viele, die mit dem FCK in den 90er Jahren Titel geholt haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du da auf dem Platz zuguckst, die sind schon alle besser. Ja? Und es muss ja was gewesen sein, was uns da zu Erfolgen getrieben hat. Und das war sicherlich dann eine Form von Mentalität. Und deswegen haben wir jetzt auch gedacht, dass uns noch ein paar mehr Mentalitätsspieler, die vielleicht nur 2 Tricks können und keine 100, uns vielleicht auch gut tun. Ich glaube, das ist aber auch wirklich das, was die Fans sehen wollen. Ich glaube, klar, ein Messi ist ein super Spieler, aber du brauchst, glaube ich, nicht einen Messi auf dem Platz, sondern du brauchst einfach 11 Spieler, die zusammen so gut sind wie ein Messi, der eine Mannschaft führen kann, genau. Die einfach zusammenhalten. Die abschließende Frage muss dann natürlich sein, wo geht's in der kommenden Saison hin? Was ist das Saisonziel? Oder wie wir hier bei Betzemer Packens, wie unser Podcast normalerweise heißt, fragen müssen, packen es. Genau. Also, wo ich sofort Ja sagen würde, ist, wenn wir noch ein An hinten dran machen. Also wir packen es an, auf jeden Fall. Wenn wir vor einem Jahr uns unterhalten hätten mit dem Philosophiewechsel, da gab es ja schon auch ein paar, die richtig Angst hatten um den FCK. Dann haben wir über die Saison hinweg echt einen guten Job gemacht. Das darf man sich jetzt auch nicht kaputt reden. Was wir nicht gemacht haben, in den letzten 4 Spielen die Ausgangsposition so zu nutzen, wie wir sie hätten nutzen können. Das ist analysiert und muss teilweise vielleicht noch ein bisschen analysiert werden. Es wird sicherlich einiges von alleine kommen, weil die Spieler halt, wenn sie nochmal in so eine Situation kommen, erfahrener wurden. Wir haben aber ein paar Sachen ganz klar, wie du sagtest, zu wenig Standardtore, eigentlich zu wenig Kopfballtore, zu wenig Stürmertore. Wir haben die meisten Großchancen rausgespielt, aber auch die meisten Großchancen vergeben. Das sind ja alles Sachen, die wir erkannt haben. Auch Costa hat jetzt so eine Situation dann zum ersten Mal so durch erlebt und hat seine Schlüsse draus gezogen. Also wir möchten gerne mal abwarten, welche Spieler wir jetzt in der Transferphase noch bekommen, um ein endgültiges Ziel auszugeben. Aber jetzt, um bei deinem Slogan zu bleiben, würde ich auf jeden Fall sagen, wir packen es auch. Aber ihr werdet jetzt nicht den Aufstieg als Ziel ausrufen? Ich glaube, dass das, wenn du mit Freiburg einen Absteiger hast, der sehr lange in der Bundesliga war und jetzt zum Beispiel auch gezeigt hat mit Petersen, mit einer Transfersumme von 3 Millionen keine Schwierigkeiten zu haben, plus dem dementsprechenden Gehalt. Wir haben eben schon unser Lieblingsclub angesprochen aus Leipzig, der über unerschöpfliche Geldquellen erschöpft. Und irgendwo ist es schon so, dass Geld auch Tore schießt bzw. Erfolge bringt. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine andere Situation. Aber nochmal, lass uns vielleicht noch ein bisschen warten, bis wir genau wissen, wer dann letztendlich alles unser Zeichen auf der Brust hat. Ich meine, selbst die Nürnberger wollen auch nicht ewig zweite Liga spielen, die haben auch ordentlich eingekauft. Ja, Union Berlin, ja. Und wir wissen ja, Fortuna. Wir wissen ja, letztes Jahr 60 hat damit am meisten sich aus dem Fenster gelegt und musste zum Schluss dann bangen, dass sie nicht aus dem Fenster rausfallen. Ja. Stefan, es ist noch relativ früh, aber was denkst du, wo der Weg hingeht? Ich meine, wir haben natürlich alle noch nicht viele Spiele gesehen von der Mannschaft, wie sie jetzt ist. Es kommt noch der ein oder andere dazu, vielleicht geht auch noch der ein oder andere. Klar, der Wunsch wird immer sein, du hast ja selbst schon gesagt, du siehst dich auch als Fan in der Bundesliga. Wie realistisch ist das deiner Meinung nach? Oh, schwer zu sagen. Aber ich denke schon, die ein, zwei jungen Spieler, die wir jetzt wirklich halten konnten, die sind ja auch richtig gereift. Gut waren sie vorher schon. Und man sagt auch jede Saison, das wird die schwerste zweite Liga aller Zeiten mit denen, die runterkommen oder die da sind. Das ist aber jedes Jahr so, ich denke. Die sind gut aufgestellt und wenn wir diese Schwachstellen abschalten und auch noch mehr Tore schießen und hoffentlich noch einen Knipser holen, bin ich immer gut. Ich bin aber auch Optimist von daher. Ja, Optimist bin ich auch. Vielleicht können wir auch so Darmstadt spielen von letzter Saison. Die haben sich ja auch so ein bisschen reingeholt. Augen zu und durch. Ja, genau. Also ich habe letztes Jahr auch hier gesessen und war auch optimistisch und habe auch
bin ich auch jetzt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich denke schon, dass die Mannschaft insgesamt gut passt. Und ich denke, wir können schon eine gute Rolle spielen, denke ich mal, so im ersten Eindruck. Gut, ich meine, eins das muss ich ja als Vorstandsvorsitzender sagen, wenn man jetzt so die Gesamtentwicklung sieht, auch jetzt, dass wir das in Frühnerhof wieder zurückgekauft haben. Ich meine, da war ja auch eine Strategie dahinter, was wir auch mit den Fans und Zuschauern alle so uns vorgenommen haben. Das ist schon ja auch alles jetzt umgesetzt worden. Das ist jetzt das tolle Projekt, das wir dann auch anfangen können zu bauen. Daraus sollte dann eigentlich im FCK, egal wer nachher Vorstandsvorsitzender ist, aber wieder eine Basis entstanden sein, wo auf Dauer immer wieder für die jungen Spieler attraktiv ist. Wir haben mit dem neuen Pachtmodell auch zumindest mal, sage ich jetzt mal, um es in Zahlen auszudrücken, 800.000 Euro weniger Druck. Das war ja eigentlich schon vor der Saison in der zweiten Liga immer klar, dass du eigentlich knapp siebenstellig oder bis 1,5 Millionen eigentlich miese machst in der normalen. Ja? Oh, und von daher gesehen, glaube ich, dass wir insgesamt schon einen ganz guten Weg haben. Dann sind wir gespannt, was auf uns zukommt. Endlich mal kein Weizenbier. Wie sich das beim Doppelpass gehört, gibt es bei uns kein Bier, sondern eine Weinschorle im Doppelglas. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Hat uns sehr gefreut. Darf ich ganz kurz vielleicht da eine, wir waren ja beim Geschichten erzählen, früher gab es ja noch Bächle. Das Bächle, ja. Das war ja auch eine Weinstube mit Essen. Und dann hat der Bächle gesagt, der kam dann, der war ja ein bisschen ruppig, was willst du denn trinken? Und dann habe ich gesagt, eine Weinschorle. Und er war schon am Gehen. Dann kam man nochmal zurück, weil ich sagte, aber ich hätte gern eine saure Weinschorle, ziemlich dünn. Und dann hat er gesagt, Clay oder groß? Und dann habe ich gesagt, ja, Clay nicht reichen. Dann hat er gesagt, dann kann ich gleich heim gehen. Dann muss ich nämlich 5 Mal laufen und wenn einer okay Boy trinken will, dann trinke ich am besten Wasser. So, dann dachte ich, na, Alter, Prost. Ich glaube, so dünn sind sie bei uns nicht. Genau. Prost. Zum Wohl. Philipp, zum Wohl. Prost. Und viel Erfolg natürlich. Danke. Thank you.